Sehr geehrte Ehrengäste, liebe Freunde der Siebenbürger Sachsen, liebe Landsleute, ich danke für die Einladung zu diesem 50-jährigen Jubiläum. Es ist bekannt, dass ich heute das erste Mal in Brabender Höhe bin. Zum ersten Mal von diesem Ort habe ich allerdings schon in den 60er Jahren von meiner Großmutter gehört. Und zum Unterschied von Ministern und Bürgermeistern hat sie sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, wie man den Ortsnamen betont. Sie hat einfach Brabender Höhe gesagt. Die Siebenbürger Sachsen-Siedlung in Brabender Höhe feiert einen Geburtstag der besonderen Art, den 50. Gleichzeitig feiern ihr 50-jähriges Bestehen, wie wir heute bereits von Enni Janisch hörten, die Kreisgruppe Brabender Höhe des Verbandes der Siebenbürger Sachsen mit den Nachbarschaften, das Blasorchester Brabender Höhe Siebenbürgen, der Honteruschor, der Siebenbürgische Frauenverein, das Haus Siebenbürgen Brabender Höhe Alten- und Pflegeheim und der evangelische Kindergarten. Dazu gratuliere ich ganz herzlich im Namen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Wie kam es zu der Gründung dieser Siedlung? Nachdem sich das Land Nordrhein-Westfalen auf Anfrage unserer Landsmannschaft bereit erklärt hatte, die Patenschaft über die Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen zu übernehmen, war die Unterstützung vielseitig. Neben den kulturellen Aufgaben in Gundelsheim hat das Land Nordrhein-Westfalen auch die Errichtung der siebenbürgisch-sächsischen Siedlung Brabender Höhe ermöglicht, in der nun rund 2500 Siebenbürger Sachsen leben und weitere Siedlungsprojekte in Marienheide, Gummersbach und Waldbröl gefördert. Bemerkenswert finde ich die Aussage des damaligen Arbeits- und Sozialministers Heinrich Henstag bei der Verkündung der Patenschaftsübernahme am 26. Mai 1957 im Landtag Düsseldorf. Er bezeichnete diese Bürger Sachsen als fleißige, treue und verlässliche Arbeitskameraden, die gekommen seien, um zu arbeiten und in Bewahrung ihrer Gemeinschaft neue Heimat zu gewinnen. Dem wurden Sie, liebe Landsleute, in all den Jahren auch hier gerecht. Die Siebenbürger Sachsen-Siedlung in Brabender Höhe wird seit ihrer Gründung immer als gelungenes Beispiel von Beheimatung der Siebenbürger Sachsen ohne Aufgabe der Identität betrachtet. Und ich verwende absichtlich den Begriff Beheimatung und nicht den Begriff Integration, da Integration eher auf Zuwanderer aus anderen Kulturkreisen und Religionen zutrifft als auf uns. Ich erinnere daran, dass die Vertriebenen und Aussiedler gemäß Grundgesetz Artikel 116 Deutsche sind und deshalb fiel diesen die Beheimatung aufgrund der gleichen Muttersprache, der gleichen Religion und der gleichen Werte in die deutsche Gesellschaft hier leicht. Dank und Anerkennung möchte ich an dieser Stelle namens des Verbandes des Siebenbürger Sachsen den politischen Entscheidungsträgern des Landes Nordrhein-Westfalen aussprechen, für die gewährte Hilfe und die hervorragenden Rahmenbedingungen der letzten Jahrzehnte, die all dies erst möglich gemacht haben. Das Ziel des Wirkens aller eingangs erwähnten Gründungen, Kreisgruppe und Kulturgruppen, ist und bleibt ein Miteinander von Traditionen und Fortschritt, die Bewahrung unserer Identität und unserer Werte mit Optimismus und Zuversicht zu gewährleisten. Ganz im Sinne eines Zitates von Karl Friedrich von Weizsäcker: Tradition ist bewahrter Fortschritt, Fortschritt ist weitergeführte Tradition. Sie alle, liebe Landsleute, stellen unsere Traditionen neben die Nordrhein-Westfalens und geben damit die von unserem Verband gewollte Zukunftsausrichtung der Vernetzung unserer Traditionen mit der reichen deutschen Kulturlandschaft vor.
So bringen sie mit ihren Beiträgen des Siebenbürgischen Frauenvereins, des Honteruschors, der Siebenbürger Trachtenkapelle unsere Kultur, die ein Teil der deutschen Kultur ist, in die Vielfalt der nordrhein-westfälischen Kulturlandschaft mit ein. Liebe Landsleute, es war Ihnen dabei immer ein Anliegen, die Kontakte mit der hier lebenden Bevölkerung zu pflegen. Beispiele dafür wären Ihr kommunalpolitisches Engagement, die Auftritte der Kindertanzgruppe in Altenheimen, bei Muttertagsfeiern, die Kooperation mit dem Nürnberger Gymnasium. Letztendlich haben Sie auch etwas geschafft, was gar nicht so einfach ist, die Aufmerksamkeit von Politikern zu erhalten, die, wie man sieht, heute in großer Zahl erschienen sind. Herzlich willkommen. Wir alle freuen uns über Ihre Anwesenheit, durch die Sie Ihre Verbundenheit mit uns Siebenbürger Sachsen zum Ausdruck bringen. All diejenigen, die Verantwortung in dieser Siedlung, in der Kreisgruppe und in den Kulturgruppen wahrnahmen, haben Wertvolles getan und können stolz darauf zurückblicken. Mein und auch der Dank des Verbandes der Siebenbürger Sachsen gilt allen, die hier im Raum Drabender Höhe Großes geleistet haben. Namentlich und stellvertretend für so viele danke ich der Kreisvorsitzenden Enne Janisch, die ich zu mir bitten möchte, um der Siebenbürger Sachsen-Siedlung in Drabender Höhe eine Anerkennungsurkunde unseres Verbandes zu überreichen. Ich verlese den Text der Urkunde. Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Urkunde. Die Siebenbürger Sachsen-Siedlung in Drabender Höhe hat in den 50 Jahren ihres Bestehens mit viel Engagement, Kreativität und Hilfsbereitschaft Vorbildliches geleistet. Beispielgebend hat sie innerhalb wie auch außerhalb unseres landsmannschaftlichen Verbandes gewirkt und tut es weiterhin. Als Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung wird ihr diese Urkunde verliehen. München, den 17. Juni 16, Hertha Daniel, Bundesvorsitzender.